Herzlich willkommen zum Eco-Talk. Schön, sind Sie mit dabei. Fast jeder zweite Neuwagen, der heute in der Schweiz zugelassen wird, ist kein Verbrenner mehr. Hybrid, Plug-in-Hybrid und Elektroauto sind immer mehr verbreitet auf unseren Strassen. Aber ist das Elektroauto wirklich Technik der Zukunft? Ist es die Lösung von unseren Umwelt- und CO2-Problemen? Oder schaffen die Elektroauto neue Probleme? Denken wir nur daran, dass wir ja sehr viel mehr Energie bzw. sehr viel mehr Strom brauchen werden in Zukunft. Und wo stehen wir eigentlich mit dem Aufbau vom Ladenetz? Das ist ja ganz extrem wichtig, wenn man Elektroauto fahren will. Das diskutiere ich heute mit meinen drei Gästen, die da sind, mit dem Helmut Ruhl. Er ist seit 2021 Chef vom Schweizer Automobilimporteur AMAG, der Marken vertritt wie z.B. VW, Audi, Skoda und andere. Dann haben wir Stefanie Schliffski. Sie ist Ingenieurin. Sie arbeitet heute bei Notz Metallindustrie und hat eine 20-jährige Erfahrung im Bereich der Automobilzulieferer. Und dann der Jürg Grossen, der ganz verschiedene Hüte aufhat. Er ist natürlich Unternehmer. Er ist Präsident von Swiss E-Mobility und auch von Swiss Solar, Nationalrat und natürlich auch noch Präsident von der GLP. Herzlich willkommen, meine Gäste. Und dann möchte ich am Anfang gerade mal wissen, ja, wie sind Sie eigentlich so privat unterwegs? Fahren Sie schon Elektro oder fahren Sie noch Benziner? Jetzt beim Jürg Grossen nehme ich an, ist das gar keine Frage. Sie fahren sicher schon seit Jahren ein Elektroauto. Seit 2010, ja, fahre ich rein elektrisch auf der Straße. Aber oft auch elektrisch auf der Schiene, mit der Eisenbahn natürlich. Ich finde, man muss all die Verkehrsträger nutzen. Und ich denke, die Elektroauto, ja, die sind wirklich cool. Also, es ist jetzt eine riesen Entwicklung in diesen 12, 13 Jahre jetzt und jetzt ist langsam die Schwelle da. Also schon ein sehr intensiver Nutzer, also schon fast 13 Jahre. Frau Schliffski, wie sieht es bei Ihnen aus? Sind Sie schon Elektro oder sind Sie noch verbrennermäßig unterwegs? Ich bin noch mit dem Verbrenner unterwegs, auch wenn ich es toll finde, bei Elektroautos wieder der Zug ist, wenn man da beschleunigt, aber im Moment leider immer noch im Verbrenner. Vorher ist noch mit dem Verbrenner. Und der AMAG-Chef muss ja natürlich verschiedene Marken mal wieder austesten, aber wenn Sie so privat unterwegs sind, wie fahren Sie dann? Also ich fahre seit 4 Jahren elektrisch und habe das große Vergnügen, immer wieder was anderes fahren zu dürfen. Also den Audi e-tron, den VW ID.4. Also haben wir gerade Audi. Kürzlich den Cupra Born und jetzt habe ich das große Vergnügen, die Beschleunigung genießen zu dürfen. Nämlich ich fahre den Audi RS e-tron GT. Also Elektro auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir doch mal, blicken wir mal noch auf die Schweizer Strassen und schauen mal, wie die Entwicklung ist. Wie Jürg Grossen hat schon gesagt, die Entwicklung ist sehr schnell und gross bei den Elektroautos. Wir werfen jetzt da im Beitrag noch schnell einen Blick zurück. Die Zeiten sind passé, als Elektroautos als hässliche Entlein abgestempelt wurden. Tesla hat sie stylisch und massentauglich gemacht. Mittlerweile haben praktisch alle großen Autobauer wie Audi oder BMW ein E-Modell. Diese lassen sich über die Steckdose laden und kommen vollständig ohne fossile Treibstoffe aus. Im Gegensatz zum Plug-in-Hybrid wie dieser Opel. Reicht die Batterie nicht aus, kann der Wagen auf Benzin oder Diesel zurückgreifen. Normale Hybride wie dieser Toyota haben neben dem Verbrenner zwar auch einen Elektromotor, dieser lässt sich aber nicht einstecken und lädt sich während der Fahrt selbst auf. Solche alternative Antriebe sind im Vormarsch. Lange Zeit waren neu zugelassene Wagen Benziner oder Diesel. In den letzten Jahren zeichnet sich aber eine Trendwende ab. Während stets weniger Verbrenner neu auf die Straße kommen, nehmen alternative Antriebe wie Elektroautos und normale oder Plug-in-Hybride zu. 2022 kamen sogar mehr Wagen mit alternativen Antrieben auf den Markt als Verbrenner. Trotzdem, durchsetzen konnten sie sich in der Schweiz noch nicht. Seit der Jahrtausendwende hat der Benziner zwar an Marktanteilen eingebüßt, diese gingen aber vor allem aufs Konto der Dieselautos. Mit einem hybriden Antrieb fahren heute 6%, mit reinem Elektroantrieb etwas mehr als 2%. Ob sich das zeitnah ändert? In der neuesten TCS-Studie geben 40% der Bevölkerung an, wahrscheinlich nie auf ein E-Auto umzusteigen. Jürg Grossen, das muss sich schmerzen, wenn in einer Umfrage 40% sagen, TCS-Umfrage, dass sie nie auf ein Elektroauto umsteigen würden. Woran liegt das, die Skepsis?
Ja, ich denke, das ist halt auch mangelnde Information. Ich denke, es lohnt sich, wenn man mal ein Elektroauto fährt, wenn man mal merkt, wie das funktioniert, wenn man mal vielleicht länger damit unterwegs ist, dass man sieht, dass es kein Reichweitenproblem gibt. Und wenn man auch sieht, wie einfach das Handling ist in Bezug auf das Laden, wenn man daheim laden kann und so weiter. All diese Sachen müssen natürlich die Leute zuerst erfahren. Ich habe schon Verständnis, dass es halt bei so einem Wandel, der jetzt da passiert, und der ist fundamental, oder? Man muss sagen, dass das halt einfach nicht alle von Anfang an gerade verstehen oder eingesehen. Genau. Sie sind ja noch eine Verbrennerfahrerin. Womit hat das zu tun? Gehören Sie auch die skeptischen Lager rein? Nein, hat damit nichts zu tun. Aber mir ist schon klar, warum manche Leute sagen, sie möchten den Umstieg im Moment nicht machen, weil wir kennen das auch aus dem Bekanntenkreis. Leute, die einfach sagen, ich möchte eine längere Reise unternehmen, habe vielleicht die Ladeinfrastruktur auf dem Weg nicht, möchte in die Berge fahren, hat das einen Einfluss auf meine Batterie, fällt die nicht ab durch die Kälte. Und das sind alles Themen, die natürlich heutzutage vielleicht schon gelöst sind, aber dann nicht genug kommuniziert wurden oder noch in der Entwicklung sind. Mit der Ladeinfrastruktur reden wir noch. Zuerst, Herr Ruhl, mal, was hören Sie so von den Kunden? Es gibt immer noch so das Image, ein Elektroauto ist teurer als ein Verbrenner. Jetzt einfach mal in der Anschaffungskosten. Stimmt das eigentlich? Also zunächst mal kommt bei der TCS-Studie heraus, dass 60% sich für ein Elektroauto interessieren würden. Und wir haben im letzten Jahr insgesamt als Branche 18% Elektroautos verkauft. Also jedes fünfte Auto war voll elektrisch und dann noch 8% Plug-in-Hybride. Also 25%, eins von vier Fahrzeugen war elektrifiziert. Wir spüren großes Interesse der Kundinnen und Kunden. Und wir sehen ja auch, dass neue Produkte nachkommen. Von allen Herstellern, auch bei unseren Marken. Also wir sind sehr zuversichtlich, dass sich die Vorteile des Elektroautos durchsetzen werden. Werden die jetzt auch günstiger in der Anschaffung, im Anschaffungspreis? Die sind heute schon im Unterhalt einige Modelle durchaus 10% günstiger, weil sie weniger in Service müssen, weil Strom immer noch günstiger ist als Benzin und Diesel. Und sie werden aufgrund der höheren Rohstoffpreise jetzt vermutlich 2026 werden Elektroautos pari sein in den Anschaffungskosten mit Verbrenner. Gut, also das heißt, im Moment sind es immer noch ein bisschen teurer, aber er hat gesagt, im Unterhalt ist es günstiger. Aber jetzt hier gross, jetzt steigen ja die Stromkosten, haben wir jetzt gesehen, auf Anfangsjahr sind schon gestiegen. Wie gross ist denn der Vorteil noch, wenn ich jetzt also einen Tank voll mache quasi mit Benzin oder ich bin mit einem Elektroauto und ich will gleich weit fahren? Wie gross ist eigentlich der Vorteil noch von einem Elektroauto? Ich glaube, er ist immer noch sehr gross. Ich habe das verglichen jetzt über viele Jahre. Verbrenner und Elektroauto. Und eben das Benzin ist ja auch teurer geworden, muss man auch sagen. Und Strom ist auch ein bisschen teurer geworden. Das ist so bei vielen Anbietern. Zum Beispiel bei uns im BKW-Netz ist er gleich teuer wie letztes Jahr, aber ganz bei vielen ist es teurer geworden. Aber wenn man das alles zusammennimmt und nachher auch die Service, und das ist das, was Helmut Ruhl hat gesagt, wo natürlich extrem viel weniger ist. Also da habe ich wahnsinnig gestaunt jetzt in der Erfahrung. Dann hat man das über den Lebenszyklus, gesehen, kommt es viel günstiger, mit einem Elektroauto zu fahren. Das ist schon heute so. Und wenn die Autos in der Anschaffung noch paritätisch sind mit den Verbrennern, dann wird es insgesamt deutlich günstiger. Jetzt hat aber noch ein Zuschauer hat noch einen Input gehabt an Sie, Herr Ruhl. Er sagt, bei den Neuzulassungen 2023, also wir haben jetzt über das letzte Jahr reden, aber jetzt 2023, ganz aktuell, sind die Elektroautos schon wieder am Sinken. Warum das so sei? Stimmt das? Also die Elektroautos sind weiterhin am Wachsen. Wir sind Stand heute 15% im Plus im Vergleich zum Vorjahr. Aber das Wachstum ist nicht mehr so dynamisch, wie es in den Vorjahren war. Das ist richtig. Das liegt zum einen daran, dass die Nachfrage größer ist als das Angebot, speziell bei unseren Elektroautos. Es liegt auch daran, dass sicherlich etwas Verunsicherung im Land war. Wir haben über Strommangellage gesprochen. Es gab Ideen, die jetzt erfreulicherweise nicht umgesetzt werden, nämlich Elektroautos nicht fahren zu lassen oder im Tempo zu begrenzen. Und deswegen ist ganz wichtig, wenn wir wollen, dass die Technologie sich durchsetzt und ihr Potenzial in der Schweiz auch realisiert und damit einen ganz erheblichen Beitrag leisten kann zur Dekarbonisierung der Mobilität und dafür, dass die Schweiz ihre CO2-Ziele erreicht, dass wir die Entwicklung unterstützen, indem es den Kundinnen und Kunden leichter gemacht wird, elektrisch zu fahren, und es hat viel zu tun mit Ladeinfrastruktur zu Hause oder im öffentlichen Raum. Herr Grossen, das ist eigentlich nicht so wirklich günstig gewesen, im Herbst zu sagen, wenn wir eine Stromanlage haben, dann verbieten wir alle Elektroauto. Das ist nicht wirklich hilfreich gewesen, wenn man den Umstieg will.
Also man muss jetzt sagen, dass der Bundesrat sich da ein bisschen verhauen hat. Er hat es nachher jetzt zum Glück eingesehen. Er hat erst mal einen Vorschlag gemacht und das Gefühl gehabt, man könnte jetzt dort sagen, mit dem Elektroauto darfst du nicht mehr, sag jetzt mal, ins Skigebiet fahren. Aber die Saunas dürfte laufen und die Schneekanonen auch. Und das ist natürlich nicht. Aber das ist vom Tisch? Das ist vom Tisch. Das hat er letzte Woche bekannt gegeben, dass er darauf verzichtet und dort eigentlich das Elektroauto gleich tut die Hand aber wie die Verbrenner, was auch richtig ist. Aber jetzt, Frau Schliwski, wenn man über die ganze Industrie redet, jetzt haben wir gesagt, der Unterhalt ist viel günstiger, weil man hat weniger Service, es gibt auch weniger Teile im Elektroauto. Mhm. Ist das jetzt der Untergang von seiner Industrie, Garageindustrie zum Beispiel? Wenn es alles nur noch Elektroauto hat, haben wir ein Garagensterben in den nächsten paar Jahren in der Schweiz? Na ja, gut, also hinsichtlich der Wartung, wie ja schon gesagt wurde, ist es nicht nur preiswerter, sondern es ist ja auch ein Grund, warum es preiswerter ist, weil man ja viel weniger Teile im Fahrzeug hat. Und ein großer Teil der Wartung heutzutage ist ja einfach der Verbrennermotor. Aber es gibt natürlich jetzt Modelle, also die Autoindustrie arbeitet auch an verschiedenen Businessmodellen, um den Kontakt mit dem Kunden zu halten und um weiterhin eben dort Geld zu verdienen. Als Beispiel bringe ich jetzt mal die Firma NIO, die zum Beispiel Batteriewechselstationen jetzt aufmacht und dort die Fahrzeuge reinfahren. Also das heißt, es wird zwar weniger gewartet, aber es wird zum Beispiel ein Abonnementmodell aufgebaut, wo ich mit dem Fahrzeug reinfahren kann. Ich lasse die Batterie automatisch wechseln. Das ist innerhalb von 3 Minuten. Dann habe ich quasi eine gefüllte Batterie wieder und fahre wieder raus. Das heißt, ich zahle für das Abonnement und für den Batteriewechsel. Das heißt also, es wird neue Businessmodelle geben, wie Geldströme fließen, aber es wird vielleicht nicht mehr der Hauptanteil in der Wartung sein. Und das heisst natürlich auch, dass Sie neue Modelle haben müssen bei der Amag. Und Sie haben kürzlich eine Firma gekauft, die heisst Helion und die macht also Solarpanels, die macht Solar. Ist das quasi Ihre Reaktion auf Elektroauto, wie Sie da weniger Teile können verkaufen, weniger in Garage? Heisst das neue Geschäftsmodell? Das ist zum einen eine Reaktion auf die Veränderung des Geschäfts und es gilt schlicht in unserer Branche, dass in den nächsten 10 Jahren sich mehr ändern wird als in den vergangenen 100 Jahren. Aber auch in den letzten 100 Jahren hat sich viel geändert und das Potenzial des Elektroautos, unseres Produkts, ist natürlich riesig, weil das Auto viele Nachteile verliert, die es heute hat. Es ist viel nachhaltiger, perspektivisch CO2-neutral, viel intelligenter, vernetzt mit der Infrastruktur und eben über Elektromobilität mit den Batterien auch vernetzt mit dem Energiesystem und daraus ergeben sich neue Geschäftsideen, Geschäftsmodelle, die sich anbieten, nämlich wir werden in der Schweiz Photovoltaik massiv ausbauen. Das wurde gerade auch in der Session diskutiert. Und idealerweise produziert man dezentral Strom über die Schweizer Sonne, Schweizer Photovoltaik und lädt damit auch das Elektroauto und zu gegebener Zeit kann die Batterie dann auch Strom zurück ins Haus oder dann sogar zur Stabilisierung des Netzes spielen. Weil ganz wichtig für das Elektroauto ist ja der Strom, woher kommt eigentlich der Strom, ist ein Ökostrom oder nicht. Und das schauen wir uns jetzt gerade mal an, weil viele Leute sagen, sind ein Elektroauto in der Umweltbilanz wirklich so viel besser als ein normaler Verbrenner? Wir haben da einmal eine Spezialistin gefragt für Umweltbilanzen. Und zwar ist das Stefanie Konrad, die da so Ökobilanzen macht und wo es da Auskunft gibt. Wie grün sind Elektroautos wirklich? Wenn man den gesamten Lebensweg anschaut, dann fallen eigentlich die meisten Emissionen oder die meiste Umweltbelastung beim Elektroauto während der Herstellung des Fahrzeugs selber an. Das ist vor allem, weil es braucht sehr viel Stahl, es braucht sehr viel energieintensive Prozesse. Da dazu kommt die Herstellung der Batterien, die braucht auch sehr viele Ressourcen und Energie. Während der Nutzungsphase aber hängt die Umweltbelastung sehr stark vom Strom ab. Und allgemein gilt, je grüner der Strom, desto grüner auch die Autofahrt. Welcher Antrieb ist grüner? Wenn man den Umweltfußabdruck anschaut und der erfasst auch noch nebst den Treibhausgasemissionen die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, auf den Ressourcenabbau, Wasserknappheit, dann hat das Elektroauto, das in der Schweiz mit Ökostrom fährt, etwa nach 100'000 km Leistungsfähigkeit, einen sogenannten Emissionsvorteil gegenüber einem Verbrenner. Wenn wir jetzt annehmen, wir fahren 10'000 km im Jahr, dann wären es etwa nach 10 Jahren. Wenn jetzt das Auto statt mit Ökostrom mit normalem Strommix geladen wird, dann hat er erst nach 200'000 km Leistungsfähigkeit einen Emissionsvorteil gegenüber einem Verbrenner. Wir brauchen also Ökostrom, Herr Gross, aber wir haben eben gar noch nicht so viel Ökostrom, oder doch?
Also in der Schweiz haben wir sehr einen sauberen CO2-Mix vom Strom, oder? Dank der AKW, der Wasserkraft. Und in Zukunft wird das sein, dank der Wasserkraft und der Photovoltaik. Also Helmut Truhl hat es angetönt, was die Chance ist von der Photovoltaik, wenn man das in Kombination mit der Elektromobilität bringt, dann kann man ganz viele schlaue Sachen machen, nämlich dann den Strom vom Dach ins Auto tun, wenn er eben anfällt. Man kann dann, weil eben kein Strom da ist, aus dem Auto direkt ins Gebäude oder ins Stromnetz einspeisen. Was der Vorteil hat, man entlastet das ganze System entlastet und kann damit natürlich für den ganzen Wandel sehr, sehr positiv. Aber jetzt fragt ein Zuschauer, wenn alles mit Strom fährt, woher nehmen wir den Strom? Haben wir schon? Den Winter haben wir jetzt schon Knappheit, keine Mangellage. Wir haben es ja vorher diskutiert. Und für den nächsten Winter sieht es noch schlechter aus, sagen viele. Insofern, weil wir haben kein russisches Gas mehr, das wir eigentlich vor einem Jahr noch hatten. Also sieht es noch dramatischer aus. Und wenn jetzt alle Elektro fahren würden, das würde nicht funktionieren. Also, nein, noch sehr lange nicht. Also erstens ist das gar nicht möglich, dass alle sofort elektrisch fahren. Also die Autoindustrie kann die Fahrzeuge gar nicht in dieser Zeit ausliefern. Oder? Aber es ist klar, also das grösste Potenzial des Zubau von erneuerbaren Energien in der Schweiz ist bei der Photovoltaik. Wir sind auf den Gebäuden, haben wir 67 Terawattstunden auf Gebäuden und heute brauchen wir 60. Also es ist mehr, als das wir heute brauchen, können wir auf den Gebäuden noch machen. Und dann kann man noch in die alpinen Photovoltaikanlagen, auf den Infrastrukturen, überall kann man auch noch machen. Also das ist sehr, sehr eine ideale Geschichte, wenn man das macht. Aber zusammen es braucht noch mit Wasser, sehr viel Aufbauarbeit noch, also enorm viel. Also die Entwicklung, das ist noch schön, die Entwicklung ist eigentlich so, dass die Photovoltaik ein bisschen stärker wächst als die Elektromobilität. Also in Kilowattstunden oder, produziert man immer ein bisschen mehr bei der Photovoltaik, als das bei der Elektromobilität weggebraucht wird. Es reicht auch noch für die Wärmepumpen, die man ja auch noch macht, wenn man die Heizung umwandelt. So ist eigentlich der ganze Wandel ist relativ auf einem guten Weg. Wir haben schon mehr Photovoltaik zugebaut in den letzten 3-4 Jahren, als das Mühlenberg damals hat produziert, bevor es abgestellt wurde. Also das heisst, das Potenzial ist wirklich sehr gross. Also der Strom ist das eine Verschliffske, aber es ist dann auch die Frage, was in dieser Batterie drin ist. Da ist ja zum Teil Lithium drin, da ist Nickel drin, da ist Kobalt drin. Das sind alles Rohstoffe, die erstens nicht in unendlichen Mengen zur Verfügung stehen und zweitens zum Teil in Länder, aus Ländern kommen, die in Sachen Umweltstandards, Lohnstandards, es gibt sogar Leute, die sagen, da ist Kinderarbeit dabei und so. Also nicht wirklich sehr gut sind. Und da gibt es viele Leute, die auch Bedenken haben, dass überhaupt das lange mit diesen Metall da drin. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist natürlich richtig. Deswegen wird im Moment sehr viel Forschung betrieben, um zu schauen, wie kann man diese Rohstoffe, die also schwierig sind, auch schwierig zu gewinnen, sehr umweltschädlich, eliminieren. Und es gibt zum Beispiel Ideen, mittlerweile Batterien mit Kochsalz, also mit Natriumchlorid zu machen, Feststoffbatterien, Sodium und so weiter. Also es gibt alles Mögliche von Werkstoffen, die im Moment untersucht werden, die einfacher zu gewinnen sind, weniger umweltschädlich und auch überall verfügbar sind, nicht nur in bestimmten Ländern. Also diese Forschung läuft und natürlich, gut, dazu braucht man auch Energie, aber die Frage ist natürlich auch das Thema Brennstoffzelle. Also klar, mit Wasserstoff, der muss auch gewonnen werden, aber letztendlich ist die Frage, ist eine Umweltbilanz, wenn man es schafft, den Wasserstoff gut zu generieren, also mit wenig Energie, macht das dann Sinn, stattdessen Brennstoffzellen einzusetzen? Wasserstoff ist immer das Thema. Vielleicht auch noch die Frage, hat sich jetzt eigentlich vor allem die deutsche Autoindustrie, hat die sich jetzt wirklich committed für Elektro? Oder hat sie im Hintergrund doch noch die Idee, wir machen E-Fuels oder zum Beispiel Wasserstoff als Alternative? Die Industrie hat sich klar committed zur Elektromobilität. Wir haben beispielsweise bei uns die Ziele, deutlich vor 2040 nahezu 100% elektrische Autos zu verkaufen. Und die Gründe sind relativ einfach. In den nächsten Jahrzehnten wird erneuerbare Energie ein rares Gut sein. Also geht es darum, die erneuerbare Energie oder die CO2-neutrale Energie effizient zu nutzen. Und da ist die Effizienz der direkten Elektrifizierung 3-mal höher als bei Wasserstoff und 6-mal höher als bei E-Fuels. Dementsprechend macht es Sinn, Neuwagen elektrisch zu machen. Volkswagen beispielsweise hat vor 10 Tagen kommuniziert, für die Marke Volkswagen die Ziele in Europa von 70% in 2030 auf 80% zu erhöhen, trotz der E-Fuels-Diskussion. Die Marke Volkswagen wird 2025 das erste Auto für Elektroauto für einen Einstiegspreis von 25.000 Euro bringen. Also der Zug fährt, und ich würde gerne vielleicht noch ein Sätzchen zur Ökobilanz sagen, denn die wird natürlich massiv besser als die Zahlen, die wir gerade gesehen haben.
weil die Batteriefertigung inklusive Zellen nach Europa kommt. Alle Hersteller bauen Fabriken und die werden mit Grünstrom betrieben statt mit chinesischem Kohlestrom. Das ist eine massive Verbesserung. Das heißt, wir sind am Anfang einer Entwicklung, wo das Elektroauto deutlich wettbewerbsfähiger wird und wo Verbrennertechnologien teurer werden. Es gibt Euro 7, eine neue Abgasnorm, die nicht nur CO2 regelt, sondern eben auch Stickoxide, Kohlenmonoxide. Also Verbrenner werden teurer, Elektroautos günstiger und deswegen setzt die Industrie also darauf. Also ein klares Commitment, weil man hat jetzt gehört, Frau Schliefski, irgendwie aus Deutschland 2035 wäre eigentlich fertig, hat man in Europa, in der EU gesagt, fertig mit dem Verbrenner. Und jetzt ist wieder der deutsche Verkehrsminister gekommen und hat gesagt, ja, wir müssen Technologieoffenheit haben, E-Fuels. Und da hat es ein paar Leute gegeben, die gesagt haben, ah, da steckt jetzt wieder die Autoindustrie dahinter, die dem gesagt hat, du musst jetzt doch noch schauen, dass es mit den E-Fuels kommt, weil wir sind eigentlich noch nicht so richtig parat mit den Elektroautos. Wenn man das vergleicht mit China zum Beispiel. Ja, also die Chancen sind groß, dass das der Grund ist, warum da Einspruch erhoben wurde. Und das ist auch so der Eindruck, den ich persönlich habe, dass die Entwicklung in Deutschland, wenn wir jetzt uns auch die Reichweiten anschauen, auch zum Beispiel jetzt mal im Verhältnis zu Tesla, um das mal konkret zu sagen, und auch zu manchen chinesischen Fahrzeugen noch nicht so hoch ist. Und klar, also man muss natürlich schauen, Deutschland ist ein Autoland. Man muss versuchen, die Industrie aufrechtzuerhalten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da ein gewisser Lobbyismus betrieben wird, jetzt auch mit dem Thema E-Fuel, um zu schauen, wie die deutsche Industrie gut weiter am Ball bleibt. Man muss dazu allerdings auch sagen, dass auch die französische Industrie mittlerweile dort auch anfängt zu sagen, ja, 2035, das ist die reine Batterie, das wird nicht funktionieren. Auch Italien spricht mittlerweile dieselbe Sprache, sodass also aus meiner Sicht das noch nicht 100% entschieden ist, ob es rein Batterie wird oder ob es eben eine Mischung aus E-Fuels und Batterie dann wird. Wir haben da noch Zuschauer gefragt, der hat geschrieben, wird China uns mit Elektroautos total überrollen, weil gerade die deutsche Automobilindustrie den Elektrotrend verschlafen hat und jetzt zu spät kommt? Also gut, die Zukunft wird es zeigen, aber man muss ganz klar eins sagen. Also wir haben jetzt zwei Automobilhersteller, also ich habe vorhin schon mal NIO erwähnt und auch BYD, wo im Moment diskutiert wird, ob das Ford-Werk in Saarlouis übernommen wird von BYD, sodass sie also auch wirklich in Europa Autos bauen können. 78% der Batterien heutzutage kommt aus China. Wir haben zwar gerade gehört, es sollen auch Werke hier in Europa entstehen, aber man muss ganz klar sagen, also wir sind im Moment, was die Elektromobilität zumindest batterietechnisch anbetrifft, in der Abhängigkeit von China. Und ich habe die Autos gesehen, also zumindest das BYD-Fahrzeug und auch andere. Und mittlerweile von der Qualität, also auch vom Interieur, ist die Wertanmutung sehr hoch. Also das sind hochwertige, voll ausgestattete Fahrzeuge, sodass, sage ich mal, die europäische, ich nehme es mal allgemein, europäische Industrie schon vorsichtig sein muss, was da jetzt kommt. Machen die Chinesen Ihnen Angst? Überhaupt nicht. Also ich kenne die Chinesen gut, ich habe ja auch dort mal gelebt. Die Chinesen bauen sehr gute Elektroautos, wie viele andere auch. Und sie sind extrem wettbewerbsfähig in China, weil sie vor allem digital sehr gut vernetzt sind ins chinesische Ökosystem. Für den europäischen Markt gibt es viele, die gute Autos bauen. Nehmen wir die Koreaner, die wettbewerbsfähige Produkte haben, nehmen wir die Amerikaner. Und dementsprechend wird es mit den Chinesen einen weiteren Anbieter geben. Sie haben vom Produkt interessante Produkte, sicherlich ganz andere Qualität als vor über 10 Jahren, als sie hier waren. Aber sie haben beispielsweise die allermeisten Eisenphosphat-Batterien, die laden langsamer als Lithium-Ionen. Und das ist hier in Europa und auch in der Schweiz dann schon ein wichtiges Kriterium. Also keine Angst vor den Chinesen. Vielleicht noch so zu E-Fuels. Können Sie das noch schnell erklären? Was ist eigentlich der Vorteil von E-Fuels? Jetzt zum Beispiel gegenüber einem Elektroauto. Gut, also wir haben ja vorhin schon gehört, die Ökobilanz von E-Fuels ist 6-mal so schlecht sozusagen, weil die Basis von E-Fuels ist ja auch Wasserstoff und es werden andere Bestandteile abgespalten und wieder zusammengeführt, sodass also für die Produktion von E-Fuels schon sehr viel Energie notwendig ist. Und da sind wir wieder bei dem Thema der Verlagerung eben des Problems von der Straße zur Gewinnung von jetzt in dem Fall E-Fuels oder Rohstoffen, wo man eben schon
man vorsichtig sein muss, ob das so gut ist letztendlich. Ne? Mhm. Kann man irgendwie sagen, es gibt irgendwie so eine Arbeitsteilung, dass man sagt, also Personenwagen fahren mit Elektro, Lastwagen oder Schiff fahren jetzt vielleicht mit Wasserstoff oder mit E-Fuels, weil wir werden einfach gar nicht so viel Wasserstoff haben, um alle können mit Wasserstoff laufen lassen. Also wir haben das gesehen und ich finde auch gut, wenn man Technologie offen ist im Grundsatz, oder? Aber die Physik überlisten werden wir nicht können. Das heisst, also wir brauchen irgendwie 6-mal mehr Strom, bis dass wir nachher E-Fuels haben. Und ich sage immer, wir lassen es fliegen mit diesen E-Fuels. Das eher für die Airlines. Wir brauchen das für die groben Bewegungen, die wir machen müssen. Auch für, sage jetzt mal, ganz schwere Fahrzeuge allenfalls und so. Und ich habe das Gefühl, eher so im Pkw-Bereich ist es wahrscheinlich eher die Batteriemobilität, die sich sehr breitflächig durchsetzen würde. Also klar haben wir das jetzt mal gemacht im Pkw-Bereich, die E-Mobilität. Und da kommt es natürlich sehr stark darauf an, wie sieht es eigentlich aus mit der Ladestation, wie sieht es aus mit der Infrastruktur. Und da haben wir mal nachgefragt, wie läuft es da jetzt in der Schweiz mit den Ladestationen. Hier im luzernischen Neuenkirch geht's besonders zackig. Wer mit einem neueren E-Wagen vorfährt, hat in 8 bis 15 Minuten Strom für 200 Kilometer geladen, je nach Auto und Akku. Solche Schnelllader des Industriekonzerns ABB verkauft Adrian Bachholz an verschiedene Ladenetzbetreiber. Schnelles Laden unterwegs, entscheidend, damit die E-Mobilität einen Schub bekommt. Wir brauchen ein komplettes Ladeangebot für die Kunden. Von Langsamladestationen bis zu schnellen Ladestationen, wie wir es hier sehen. Je nach Mobilitätsmuster der Nutzer werden wir die Ladestation an dem Ort brauchen, wo die Fahrzeuge stehen. Das heißt vor allem zu Hause, vor allem in den Liegenschaften. Aber wenn man eben reist und eine längere Reise hinter sich bringen möchte, dann sind eben Schnellladestationen von essentieller Bedeutung, um in Kürze eine hohe Reichweite nachzuladen. Ob schnelle oder langsame Lader, schweizweit gibt es insgesamt über 9000 öffentliche Stationen. Vor allem in den Bergregionen ist das Netz aber noch löchrig. Das zu ändern geht ins Geld. Es gibt drei Hauptkosten, die Sie berücksichtigen müssen. Einmal natürlich die Infrastruktur selber, dann haben Sie durch das Projekt Kosten. Sie brauchen den Stromanschluss und dann müssen Sie in den meisten Fällen auch noch Tiefbau betreiben. Die Kosten gestalten sich unterschiedlich, je nachdem, was Sie für einen Standort haben. Für eine so eine Schnellladestation mit 350 Kilowatt Ladeleistung sind Sie fast im sechsstelligen Bereich. Auch die Bedienung müsse aufgerüstet und vereinheitlicht werden. Ladestecker sind nicht immer kompatibel und es braucht teils verschiedene Bezahl-Apps für verschiedene Ladebetreiber. Zudem sind Preise unterschiedlich und nicht immer gut ersichtlich. Wichtige Baustellen, die es anzupacken gilt, damit die E-Mobilität vorwärts kommt. Da also noch viele Baustellen herum. 9000 haben wir jetzt gesehen, öffentlich, über 9000 öffentliche Ladestationen. Langt das? Sind wir da jetzt weit oder liegen wir da immer noch zurück? Also wir verlieren ein bisschen an Boden in den letzten Jahren. Gegenüber dem Ausland zum Beispiel, anderen Staaten. Gegenüber dem Ausland, aber auch im Vergleich zu dem, wo wir mal waren. Das ist heute eine Ratio von 1 zu 19. Also 19 Elektroautos teilen sich eine Ladestation. Wir hatten vor 3 Jahren 1 zu 12. Das Ziel ist eigentlich 1 zu 10 und das haben wir gemeinsam vereinbart in der Roadmap Elektromobilität bis 2025. Wir werden nach heutigen Prognosen 50% elektrische, also batterieelektrische und Plug-in-Hybrid in 2025 verkaufen. Und gemeinsam müssen wir es schaffen, die 9.000 auf mindestens 20.000 öffentlich verfügbar also das zu bauen, Ziel. Auszubauen. 20.000, da hilft ja hoffentlich die Swiss E-Mobilität auch. Das ist wahrscheinlich auch ein Anliegen von Ihnen, oder? Dass die Ladestationen da sind. Jetzt haben wir noch gehört, bei der Kompatibilität stimmt es zum Teil nicht. Da hat es verschiedene Stecker und so. Ist das immer noch so? Oder hat man, müssen wir jetzt nicht inzwischen einfach einen einzigen Standard haben? Also gerade ein einziger ist es noch nicht, aber wir haben sehr grosse Schritte gemacht. Wenn ich da an die Anfangszeiten denke, als ich am Anfang schon unterwegs war, war es sehr schwierig zum Teil. Ich konnte nicht einstecken oder keinen Zugang hatte und so. Das ist ziemlich gut gelöst. Es ist noch nicht perfekt. Es muss noch ein bisschen besser werden, bin ich überzeugt. Aber man muss natürlich auch sehen, es sind nicht nur die öffentlichen Ladestationen, die entscheiden. Sie sind für die weiten Fahrten, sie entscheiden, wenn ich ins Ausland will oder quer durch die Schweiz will, das ist klar. Aber wenn man natürlich für den Alltag ist es einfach zentral, dass wir wenigstens daheim laden können.
Und das hat man jetzt im Beitrag auch gehört, oder? Dass man dort, wo man wohnt, wo das Fahrzeug lang steht, oder dort, wo man arbeitet, dass man es dort wirklich einstecken kann. Und dort haben wir natürlich ein grosses Problem. Weil ja. Wir sind ein Volk von Mietern, 60% sind Mieter. Wenn ich Mieter bin, wie komme ich jetzt dazu, dass es in meinem Haus dann wirklich so eine Station hat? Und unter Umständen habe ich aber auch keine Garage. Also wo machen wir überhaupt die Station an? Oder was sagt überhaupt der Vermieter? Also dort, wo wir natürlich eine Garage haben, ist es einfach schon ein bisschen besser. Dort kann man mit dem Vermieter über das reden. Das Problem ist, dass viele Vermieter noch relativ resistent sind gegen so Veränderungen und noch nicht unbedingt Lust haben, das zu machen. Oder wenn sie das zulassen, sind es so Einzelstationen. Wir brauchen aber, wenn eine ganze Einstellhalle ist, ein intelligentes Ladesystem, ein Lademanagement, plus die Stationen dazu. Also man muss ein bisschen investieren als Vermieter. Man kann das ja überwälzen natürlich auf Miete, aber schlussendlich muss man zuerst mal die Bereitschaft haben, zu investieren. Und das ist auch bei den Stockwerk-Eigentümerschaften so. Und die Probleme probieren wir jetzt eigentlich zu lösen. Wir haben im Moment einen Vorstoss anhängig, wo es darum geht, dass man ein Recht für das Laden möchte können einführen möchte. Und ich glaube, da würde sich jetzt ein bisschen entscheiden, wie dass wir vorwärts kommen. Dort. Ich hoffe aber, dass möglichst viel auch freiwillig positiv passiert. Das ist schon ein Krux, oder? Wie komme ich jetzt dazu zu so einer Ladestation? In Deutschland gibt es offensichtlich das schon, das Recht darauf zu haben, eine Ladestation. Braucht es das unbedingt, damit sich das durchsetzt? In einem Land wie der Schweiz? Also klar, ich meine, das Problem ist ja einfach, man muss ja schauen, und das ist ja auch die Schwierigkeit. Heutzutage, wenn ich tanken gehe, dann tanke ich, weiß ich nicht, 3 oder 5 Minuten, gehe noch schnell bezahlen und fahre wieder weg. Und das ist ja das Problem, wenn ich mich heutzutage mit einem Fahrzeug bewege. Zum einen möchte ich natürlich, dass das Fahrzeug über Nacht vollgeladen ist, wenn ich morgens abfahre. Aber auf der anderen Seite möchte ich jetzt auch nicht ewig brauchen auf meiner Strecke dann, um das Fahrzeug neu zu beladen, sondern möchte eher in eine Richtung gehen wie das Volltanken. Das heißt, wir werden auch verschiedene Arten der Ladestationen sehen. Das heißt also, wo ich das Fahrzeug die ganze Nacht zu Hause anschließe und dann morgens damit wegfahre. Und das andere sind eben vielleicht die Schnellladestationen, die ich bei Autobahnen oder auf irgendwelchen Trassen finde, wo ich mal schnell eine halbe Stunde was essen gehe und dann ist das Fahrzeug vollgeladen. Das heißt, ich brauche daheim, brauche ich jetzt nicht unbedingt einen Schnelllader. Wenn ich es über Nacht habe, kann ich also quasi auch einen günstigen Anschluss machen. Aber jetzt müssen wir noch darüber reden, über die Kosten der Elektroautos in Bezug auf die Infrastruktur, also auf die Strasse. Wir wissen ja, wir zahlen über das Benzin und über Diesel zahlen wir einen Anteil an die Strasse. Unterhalt und Entwicklung. Im Moment zahlen aber Elektroautos da nichts. Müssen wir das nicht ändern? Kann das sein, wenn Sie immer mehr Elektroautos, dass die nichts zahlen an die Straßeninfrastruktur? Überhaupt nicht. Nur wir sollten, denke ich, nach dem Motto First Things First, also die Dinge, die wichtig sind, zunächst mal machen. Wir haben heute 2%, wie wir vorhin gesehen haben, elektrische Fahrzeuge auf Schweizer Straßen. Von den 4,7 Millionen ist es also noch ein langer Weg, bis es relevant wird. Der MIV ist zu 85% finanziert, also wir decken die Kosten im Wesentlichen. MIV ist der Straßenverkehr. Also ich denke, wir müssen jetzt vorwärts machen und dafür sorgen, dass die Technologie sich durchsetzt. Und da braucht es zum einen Regelungen, zum anderen aber auch die Einstellung und die Haltung vorwärts zu machen. Beispielsweise haben wir unsere Parkhäuser zu Ladehäusern umgebaut. Wir bauen jetzt ein eigenes Schnellladenetz an autobahnnahen Standorten in der Schweiz. Und es gibt viele Unternehmen, die ähnlich ihre Chance sehen, den Wandel zu gestalten, um Infrastruktur zu bauen. Und wenn dann die Batterieelektrischen eine Relevanz haben und sich durchgesetzt haben, dann müssen wir selbstverständlich auch einen Beitrag leisten. Genau, jetzt haben wir 2%. Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Ab wann müssen dann die Elektrofahrzeugbesitzer auch etwas an die Straße zahlen? Wenn wir 10% auf der Straße haben oder 15%? Oder? Ich würde mal sagen, so in dieser Grössordnung, ja, vorher tun wir gut dran, wenn wir das nicht unbedingt einführen, damit wir nicht einen Dämpfer machen wieder bei diesem Umstieg. Oder? Das Ziel ist ja, dass die Leute da wirklich umstellen. Und ich denke, das ist irgendwo in dieser Grössordnung von 10% vielleicht, dann merkt man es natürlich in der Strassenkasse auch. Und dann muss man schauen, dass der Fonds wieder alimentiert ist. Wir haben übrigens schon 2017 in der Verfassung und im Gesetz das vorgesehen, dass der Bundesrat so eine Abgabe einführen kann. Also, das habe ich mich auch dafür eingesetzt. Also das heisst, das geht doch noch ein bisschen länger. Noch schnell ganz zum Schluss die Frage an Sie, wenn wir jetzt in 10 Jahren wieder da sitzen. Wie viel Prozent oder wie gross ist der Anteil von Elektroautos dann auf der Schweizer Straße herum? In 10 Jahren werden wir auf der Straße fast 50% Elektroautos sehen, weil ich glaube, wir großartige Produkte haben und wir feststellen,
werden, dass es eine sehr einfache, schnelle, kostengünstige Art für die Schweiz ist, um die Klimaziele zu erreichen, weil die ganz großen Investitionen in Autos, in Fabriken im Ausland getätigt wurden. Frau Schliwski, in 10 Jahren, wie viel haben wir? Also ich würde mich auch den 50% anschließen, würde es aber weiter fassen, die Antwort, indem ich sage, nicht nur was in der Schweiz an Infrastruktur vorhanden ist, sondern auch was in Europa, also weil ich mich ja auch außerhalb der Schweiz bewege, was da vorhanden ist an Infrastruktur, wird kriegsentscheidend sein, damit auch die Akzeptanz kommt, dass die Leute sagen, okay, jetzt habe ich im Prinzip ein gleichwertiges Auto zum heutigen Verbrenner. Herr Grossen, wo sind wir da jetzt 10 Jahren? Ja, ich würde sagen, mindestens bei den 50%. Und noch wichtiger ist, dass wir bis 2050 bei 99 oder 100% sind. Und da bin ich fest überzeugt, dass wir das erreichen werden. Sehr gut, vielen Dank, meine Gäste, Jörg Grossen, Stefanie Schliwski und Helmut Ruhl, für das Gespräch. Man kann weiter diskutieren über LinkedIn und über Twitter, über die Sendung. Jetzt geht es auf SRF 1 gerade weiter mit einem Doc über einen Bienenflüsterer. In der nächsten Ecotalk-Sendung haben wir 3 Chefinnen hier bei uns im Studio. Alle 3 sind nämlich nominiert für einen Women Award am Swiss Economic Forum. Tanja Zimmermann wird da sein, Chefin von Burgenstein. Marie-France Judin, die Pharma-Chefin von Novartis. Und Sandra Völler, das ist Chefin von der Softwarefirma Agilita. 3 Chefinnen also im nächsten Ecotalk. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei wären. Ganz eine gute Woche. Bis dann.